das kleine Finale moderieren können. Es geht jetzt auch direkt schon los. Und oh, direkt eine Entscheidung. Björn unzufrieden. Auch Richard Hübers zuckt er mit der Schulter, aber die Entscheidung des Kampfrichters steht. So, Carla, schön, dass du wieder da bist. Wird der Name Bingo Björn jetzt weitergeführt? Ja, auf jeden Fall. Also Bingo Björn ist ein Ding hier in der Community. Und das war aber eine richtig schöne Parade-Reposte. Die hat er auch richtig zurückgepfeffert. Ah, auch eine schöne Variante. Das war jetzt kein Bingo, sondern so ein Vorhieb auf die Hand. Das werden wir gleich nochmal in der Pause. Das ist einer der Treffer für die Zeitlupen. Da hat Richie sehr schön die Klinge stehen lassen. Jetzt der Angriff. Björn stoppt. Ganz ruhig der Angriff von Richie. Ja, Carla zeigt sie gerade an. Schön von unten so reingeflitscht. Das habe ich gesehen. Ja. Wie so eine kleine Rückhand ist das. Das beim Tennis. Schön aus dem Handgelenk. Ja. Hier wieder ein richtig langer Angriff. Ganz geduldig vom Björn, vom Richie. Björn auch sehr geduldig, aber Richie belohnt sich. Setzt den Treffer. Hier schreiben schon einige Bingo-Time. Ja, wir hoffen doch, dass hier noch ein paar Bingos zu sehen sein werden. Da wäre die Möglichkeit gewesen, aber Björn entscheidet sich für die Körpertäuschung und das war eine andere Variante vom Bingo. Da hat der Richie wieder diese Rückhand genommen und von der Seite auf die Hand geflitscht. Auch den gucken wir uns in der Zeitlupe an. Ja, Björn hatte gerade auch in der Pause eben sein Halbfinalsgefecht, hat er nochmal erwähnt, auch dass er ja die 42 Meter in Volltempo durchziehen musste und er jetzt froh sein wird, wenn er nicht so viele Meter machen muss. Das war schon sehr anstrengend, meinte er. Ja, die haben sich ganz schön über die Bahn gejagt. Das kann man so sagen. Ah, jetzt schon wieder 8-3, also die Community hat nur zu einer Info, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben abgestimmt und etwa 63% waren für Richie. Bisher haben sie recht, da scheint ein bisschen der Saft raus zu sein. Du hast gerade angedeutet, dass Björn irgendwie das bisschen Kräfte an seinen Kräften gezerrt hat, diese Gefechte davor. Sieht gerade ein bisschen so aus, wie nimmst du das wahr? Sofern ich das irgendwie einschätzen kann, ich weiß nicht, 8-3 ist ja auch noch nicht verloren, ne? Noch nicht ganz zumindest. Nee, verloren ist es nicht. Das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du, glaube ich, vorher schon einmal da richtig reingegangen bist. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich ja schon die Beine ein bisschen merken. Können ja ihn auch fragen. Ja, das werden wir ihn danach dann mal fragen. Er ist jetzt gerade hier sehr konzentriert in der Pause. Wir gucken jetzt mal in die Zeitlupen. Haben wir ja auch ein paar Sachen vorbereitet bekommen. Gucken mal, was jetzt hier an Zeitlupen uns reingegeben wird. Da waren nämlich einige schöne Treffer dabei. Und zwar, da haben wir jetzt... Ah, da hast du was gesehen, ne? Also er hat sehr schön die Klinge vorne stehen lassen mit gestrecktem Arm. Hat sich ganz lang gemacht, die ganze Länge. Also jetzt da sieht man das, zack, und trifft ihn. Und dadurch entsteht dann dieser Zeitvorteil. Dadurch, dass wir die ganze Körperlänge... Hat ja auch lange Arme, muss man auch dazu sagen. Ah, der Richie hat eigentlich für seine Körpergröße gar nicht so lange Arme. Also der hat vor allem einen sehr langen Oberkörper. Aber das ist ganz witzig, der Max ist ja kleiner, aber er hat deutlich längere Arme als Richie, ja. Aber das war einfach technisch sehr gut gemacht. So, jetzt sehen wir hier den Angriff. Auch wieder was gelernt. Ja, da sehr souverän. Björn dachte, der kommt auf den Kopf und wirft dann den Hieb schön auf den Bauch, fast so schon auf die Brust, sehr weit hoch. Und jetzt kommt noch die letzte Zeitlupe, das ist, glaube ich, jetzt der schöne Treffer. Und da, zack, oh, wunderschön, den vielleicht nochmal, also den auch aus einer anderen Perspektive. Ja, da vielleicht, ist ganz gut zu sehen. Ja, da kann man es so ein bisschen sehen, Richie ist ein bisschen weg, aber da kann man es ganz gut sehen. Da flitscht er so die Klinge an der Hand vorbei. Ja, so ein bisschen kann man es ja ahnen. Ja. Ist das der Achselpiekser? Nee, er trifft ihn hier am Unterarm. Okay, das sieht man nicht ganz so gut. Da sieht man es gut. Er trifft ihn hier so an der Hand, so... Sehr schön gemacht und dann geht er aus dem Abstand raus. Und da in diesen Momenten, da hat mir der Björn nicht so gut gefallen. Ich fand, da hat man so ein bisschen gesehen, da hat er so die Arme sinken lassen und die Körpersprache war so ein bisschen vielleicht zu locker. Was würde ihn denn jetzt nochmal pushen? Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Wir können das ja. Björn, die Community glaubt an dich. Sehr gut. Also er hat gesagt, er glaubt auch an sich. Jetzt sind wir jetzt mal gespannt. Wir haben noch 30 Sekunden Pause. Ja. Comeback strong. Also er sagt gerade Comeback stronger. Er glaubt noch, glaubt auf jeden Fall noch an sein Comeback und so muss es auch sein. Das wird aber eine ganz schöne Aufgabe. 8-3. 5 Treffer Rückstand, dein Tipp?
haut's mal in den Chat. Was tippt ihr? Also eins für den Richie, zwei für Björn. Bin mal gespannt, wie viele da noch an das Comeback glauben. Wie sieht's bei dir aus, Carla? Ich glaube, mit dem Halbfinale vor den Beinen wird es sehr schwer für Bingo Björn. Aber den ersten Treffer setzt er. Ich glaube auch, dass es schwer für ihn wird. Das entscheiden jetzt schon die ersten Treffer nach der Pause. Da muss er direkt aufholen. Aber, da hat er ihn eigentlich zu kurz gehabt. Da fragt Björn nach dem Video. Fragt kurz nach, ob der Richie einen Kreuzschritt gemacht hat, also gelaufen ist. Mit dem hinteren Bein vor das vordere, aber Kampfrichter verneinen das. Da kommt aber die Parade-Reposte. Es bleibt bei diesem 4-Treffer-Abstand gerade. Auch den. Also er ist aggressiver. Die Körpersprache ist ganz anders. Aber er nutzt seine Chancen gerade nicht. Er hat jetzt schon 2 Chancen, die er sich erarbeitet hat, nicht nutzen können. Wir hatten es ja bei Björn auch schon auch in der Vorrunde. Das waren ja wirklich knappe Gefechte, die er da heute hatte. Ja, der hat heute die meisten Treffer hier gefochten. Der hat auch ein paar Körner gelassen. Vielleicht macht sich das gerade bemerkbar. Aber das ist noch nicht ganz vorbei. Diese kraftvollen Angriffe mit den schnellen kleinen Schritten, die gehen immer noch. Und wenn er die noch ein paar Mal hier vorführen kann, dann hat er eine Chance. Den gucken wir uns auf jeden Fall nochmal nach dem Gefecht an. Finde ich, hat man sehr gut, wie er sich gestreckt hat. Hat sich sehr lang gemacht. Was du alles siehst. Wahnsinn. Ja, 10 zu 8. 10 zu 8. Ich guck mal hier gerade. Ja, es haben nur ein, zwei Leute an das Comeback geglaubt, aber es ist alles drin. Mattes backt den Kreuzschritt, erklären wir später nochmal. Und jetzt kommt der Videobeweis. Björn fordert den Videobeweis. Den gucken wir uns jetzt nochmal in der Zeitlupe an. Was sagt dein Gefühl? Ich glaube, es könnte Björns Treffer sein. Es ging sehr schnell. Da gucken wir jetzt mal in der Zeitlupe. Also Björn stoppt. Jetzt greift der Richie an. Also Richie ist mal angefrecht. Und dann kommen sie mit den Klingen gegeneinander. Da macht eigentlich keiner so richtig was. Also beide kommen mit den Klingen so ineinander. Da trifft keiner und dann treffen beide. Richie drückt dann so zum Kopf ein bisschen durch. Ich sag's dir ganz ehrlich, das könnte auch so ein Kandidat sein für einen Treffer, den man vielleicht mal weglässt. Was sagt die Community? Björn fragt, was die Community dazu sagt. Abstimmen. Schreibt's mal rein, ob für Björn oder für Richie. Ich finde, das ist jetzt so ein Treffer, den könnte man auch mal weglassen. Das ist nicht klar, da ist so ein Gewurschtel und keine klare Aktion mehr zu erkennen. Ja, man merkt ja auch schon, das Kampfgericht braucht recht lange für diese Entscheidung. Ja. Ja, genau, das stimmt auch. Die sind sich auch nicht ganz sicher. Und wechseln. Also, sie haben nämlich gesehen, Richie war im Angriff, bleibt in Björns Klinge hängen und dann treffen beide. Von daher auch nachvollziehbare Entscheidung. Fair. Ja. Da fällt Björn ein bisschen hin. Er will schon wieder er liegt noch am Boden und fordert schon den Videobeweis. Klassischer Björn. So, gucken wir mal, ob er da erst die Klinge abwehrt, bevor er trifft, oder ob er raus war. Das müssen wir jetzt sehen. Das können wir da sehen, ne? Noch ist er drin. Da ist er raus. Da ist er raus. Da kann man sehen, da ist er hinter der Linie. Jetzt in dem Moment, da rutscht er mit dem Fuß raus. Okay. Ja, verstehe. Und dann ist das der Treffer für Richie. Also er hat ihn noch da abgewehrt. Aber leider war er raus. Und wieder. Er steht auf der Linie mit dem Fuß. Er steht auf der Linie. Also wieder haarscharf. Da ist er wirklich noch so wirklich ein Zentimeterchen drin. Sperrt Richie aus und es ist ganz knapp hier auf einmal. Da hat Richie wieder diesen Handvorhieb versucht, aber da fällt Björn nicht ein zweites Mal drauf rein. Carla, wer hätte das gedacht? 11 zu 11. Guck mal, was ihr hier alles geboten bekommt. Es ist wieder richtig knapp. Der Bingo-Björn kann jetzt nur noch mit Community, ne? Ja, der Bingo-Björn braucht die Community und einen Bingo haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht kommt der noch. Oh, direkt zweimal den Angriff pariert. Ja. Auch sehr schöner Treffer. Also da hat Richie den Björn pariert, aber Björn hat einfach nochmal draufgehauen, aber das hat Richie irgendwie sich nicht verunsichern lassen und dann ganz geduldig den Angriff beendet.
erste Angriff von Björn, 12:12, die Community schreibt es auch, also auf jeden Fall ein mega Comeback, richtig geil. Kann ich verstehen, dass ihr das feiert. Oh, wieder spannendes Ding. Hast du was gesehen, Carla, oder? Nein. Nein, okay, du hast nichts gesehen. Dann gucken wir jetzt in der Zeitlupe. Also, wir sehen es jetzt erstmal hier. Björn greift an und er hat zweimal geschlagen. Macht jetzt mal eine Zeitlupe drauf. Jetzt stopp, zurück. Und jetzt geht er los. Haut er daneben und dann trifft ihn der Ritchie. Deswegen wird der Kampfrichter, ja, richtige Entscheidung. Er versucht ihn zu treffen, haut einmal daneben. In der Zeitlupe konnte man es gut sehen, oder? Ja. Genau, also richtige Entscheidung. 13:12, aber immer noch alles offen. Ja! Simultane, gleichzeitiger Treffer. Jetzt, der Kampfrichter nimmt selber Videobeweis. Kampfrichter ist Alexander Schiffers. Die fragen hier gerade. Jetzt schauen wir in die Zeitlupe. Ja, da ist Björn ein bisschen früher dran. Ob das ausreicht, wird der Kampfrichter entscheiden hier. Da ist er ein bisschen, aber das ist schon ziemlich synchron. Simultane ist die richtige Entscheidung. Ja. Björn ist nicht zufrieden mit der Entscheidung. Beschwert sich. Jetzt kriegt er auch richtigerweise vom Kampfrichter den Hinweis, dass er die Maske wieder anziehen soll. Es ist natürlich, haben wir eben besprochen, Diskussion, eine Nachfrage ist erlaubt, hat natürlich auch alles seine Grenze. Von daher richtig vom Kampfrichter. Ich fand die Entscheidung richtig und finde es auch okay, dann ihn mal darauf hinzuweisen, dass das Gefecht weitergeht. Oh, sehr kraftvoller Angriff von Björn, aber ich finde, da hat man ein bisschen, da war ein bisschen zu viel Aggressivität drin. Werden wir hoffentlich gleich nochmal in der Zeitlupe sehen. Ritchie macht einen Vorhieb auf die Hand und das könnte jetzt schon hier der Siegtreffer werden. 14:12. Ah, und wieder ganz aggressiver Angriff hier von Björn. Da ist auch ein bisschen der Frust, den merkt man richtig über die Kampfrichterentscheidung. Er setzt da richtig aggressiv hinterher. Oh, ist das spannend. Das macht es halt richtig spannend. Also er hat nicht aufgegeben. Er wandelt gerade diesen Frust um in Energie und das macht er sehr gut. Ah, aber jetzt, da ist der Siegtreffer 15:13 und damit haben wir den Drittplatzierten. Aber meine Güte, war das noch? Da kann man auch mal klatschen, auch gerne in der Community. Haut die Claps raus, das war auch ein geiles Gefecht. Schade, dass Björn sich da nicht belohnt hat, oder? Für sein Comeback. Ja, ich denke, er wird sich heute wahrscheinlich noch ein bisschen ärgern, auch mit in der Vorrunde, weil wir es ja schon angesprochen hatten, waren eben ja auch einige knappe Entscheidungen. Und eben jetzt auch beim Spiel um Platz 3, im Gefecht um Platz 3, ja, das wird ihn, glaube ich, wurmen, weil Vierter ist natürlich ein bisschen undankbar. Aber trotzdem super schöne Paraden gesehen. Also ja, nicht nur eben, sondern auch vorhin schon. Also wir werden jetzt auch gleich noch mal ein paar Zeitlupen hoffentlich sehen. Ich denke aber ja. Auch wenn ich nicht so viel Ahnung habe, aber das war trotzdem schön anzuschauen und zu sehen, dass es niveauvoll war und da eben viel passiert ist. Ja, nein, definitiv, du hast vollkommen recht. Wir werden jetzt hier den Ritchie noch mal kurz im Nachtalk haben. Kurz hören, wie er das so wahrgenommen hat. Und danach schauen wir uns dann nochmal das an, wo du gerade drauf angesprochen hast, dass da viele schöne Treffer dabei waren. So, da haben wir den Ritchie. Hi Ritchie. Ja, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz, aber ganz schön enge Kiste wieder. Also du hast ja sehr souverän eigentlich angefangen, aber dann ein Wahnsinns Comeback von Björn. Wie hast du das so wahrgenommen? Ganz ähnlich. Also ich hatte am Anfang echt stark angefangen, ganz viel Ruhe gehabt, Geduld gehabt, die Angriffe zu verlängern und die Treffer zu setzen. Dann war es 8:3 zur Pause. Ich hatte das Gefühl, bis dahin war Björn noch nicht so richtig im Fight-Modus. Und dann nach der Pause, ich kann nicht mehr genau sagen, was er gesagt hat. Er hat irgendwas zu sich selbst gesagt. Aber danach war mir auch klar, dass schon definitiv jetzt eine andere zweite Halbzeit folgen wird. Ist es auch. Er ist nochmal richtig, hat nochmal richtig gefightet, ist nochmal richtig zurückgekommen. Am Ende war es knapp. Ich bin der Glückliche, aber ich habe ja auch eben im Interview mit dir schon gesagt, die Matches hier waren alle eng mit Max. Ja. Ist es jetzt andersrum ausgegangen, da hatte ich gesagt, zwei unglückliche Treffer mit diesem Aussperren. Die sind diesmal passiert, die waren im Halbfinale, im ersten Match mit Max nicht. Und das macht zum Teil schon den Unterschied. Das macht dann am Ende den Unterschied. Also auf jeden Fall
Hier, wir schreiben uns schon erstmal eine Berliner Luft für Richie, der ist hier noch ganz außer Atem. Du hast ja, jetzt also Berliner Luft, das würde mich echt erfrischen. Die Pause hast du dir jetzt auf jeden Fall verdient. Du hast es schon mal richtig angesprochen, auf jeden Fall. Genauso haben wir es auch wahrgenommen, dass Björn in der zweiten Hälfte, also in der ersten Hälfte waren wir echt überrascht. Er glänzt ja eigentlich sonst damit, dass er da immer so energievoll fecht und sich selber pusht. Das hat gefehlt, er ist ein bisschen zu spät ins Gefecht gekommen. Ja. Jetzt kommt hier gerade in die Frage, was macht der englische Bus da hinten im Bild? Das ist die Hebebühne und nicht der englische Bus. Lasst euch da seht ihr ihn kurz. Ist das nicht der Bus, der uns direkt in den Pub bringt? Ja, leider nicht. Die Pubs sind leider zu. Genau. Also lasst euch davon im Hintergrund nicht. Der Konstantin salutiert da im Hintergrund. Der ist auf der Hebebühne. Lasst euch davon nicht ablenken. Wollt ihr auch mal ins Bild rollen? Genau. Jetzt bleiben wir erstmal weiter beim Richie. Bist du da nervös geworden? Wann hat das angefangen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast beschrieben, erste Hälfte warst du sehr ruhig. Mhm. Dann bist du irgendwann nervös geworden. Hattest du dann auch so einen Moment am Ende, wo es dann irgendwie, glaube ich, 12-12, 13-13 auch stand, hattest du noch das Gefühl, du verlierst oder noch die ganze Zeit geglaubt, na, ich mach das schon? Nee, ich würde gar nicht sagen, also ich von meinem Inneren würde ich gar nicht sagen, dass ich nervös geworden bin. Ich habe eigentlich probiert, die ganze Zeit die Ruhe zu bewahren. Ist natürlich dann ein bisschen schwer, weil ich habe das Gefühl, eine falsche Entscheidung getroffen. Der Björn ist sehr stark angegriffen. Da hat er mich manchmal echt auf dem falschen Fuß erwischt. Da war ich dann eine schlechte Entscheidung getroffen, aber ich hatte das Gefühl, also ich war immer noch relativ ruhig. Und ich wollte natürlich gewinnen. Die Maskiertliga ist nur einmal im Jahr bis jetzt. Bis jetzt? aber ja, also ich meine, wenn man Angst hat zu verlieren, dann das ist, glaube ich, kein guter Ratgeber und man sollte da gar nicht dran denken, sondern immer nur, was die nächste Aktion ist, was man vorhat und wie man das Gefecht, also wie man die Herausforderung, die Björn einem gibt, lösen kann. Ja. Man muss dazu sagen, Richie ist ja ein Edelfan. Er hat ja die komplette Beachliga auch durchgeschaut. Ja. Also er ist ja ein richtiger Pro. Er kennt alle Namen, er kennt alle Emojis. Also deswegen hatte ich gestern im Chat auch alle Emojis zur Verfügung. Also ich konnte richtig den Babyhammer nutzen. Babyhammer und wusstest, was man eingeben muss, um dazu zu hören. Ich bin schon bereit gewesen. Ja, sehr gut. Claps in Chat. Dafür, das belohnt die Community auch. Also die gratulieren dir auch zum dritten Platz, sagen auch, dass es echt Spaß gemacht hat, dir zuzuschauen. Von uns auch nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch. Mir hat es auch übrigens viel Spaß gemacht nochmal hier. Es war jetzt zwar keine deutsche Meisterschaft, kein Weltcup, aber es war trotzdem nochmal ein richtiger Wettkampf und hat nochmal Spaß gemacht, sich so richtig heiß und scharf mit den Jungs zu kloppen. Also es hat schon gefehlt in der Zeit, während des Lockdowns und so. Also es ist schon schön, wieder ein bisschen zurück zur Normalität kommen zu können mit ernsten Wettkämpfen. Das heißt, ihr werdet jetzt erstmal in Urlaub gehen oder weil ihr euch so... Nee, ich denke nicht. Was ich auf jeden Fall auch noch droppen wollte, das hat schon die ganze Zeit auf der Seele. Da will doch jemand grüßen bestimmt. Nee, ich will erstmal droppen, dass die anderen natürlich wahnsinnig viel Glück gehabt haben, dass wir so einen Modus gefochten haben. Sonst hätte ich ja heute als Sieger vom Platz gehen müssen. Aber das stimmt. Du hast die Vorrunde souverän gewonnen. Also alle nur Glück gehabt. Alle nur Glück gehabt. Genau. Also er ist immer noch zu scherzen aufgelegt auf jeden Fall. Richie, nochmal herzlichen Glückwunsch. Willst du noch jemanden grüßen? Irgendwie die Mutti oder die Omi oder so? Ja, die ganze Familie natürlich. Ich hoffe, die sind alle drin. Hast du ihnen gesagt, sie sollen sich anmelden? Ja, ich habe das auf jeden Fall in die Familiengruppe geschickt. Haben sie auch gespendet? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal. Also genau. Das Geld sollte bei der Familie schon locker sitzen eigentlich. Ja, ne. Also so ein Fünfer geht immer, also oder? Deine Oma hat ja bei der Beachliga so abgeliefert. Die war so, das war so eine Ehrenoma. Ja. Die war ganz vorne dabei. Also ich hoffe, meine Familie hat genauso viel geguckt. Und also ihr hört es jetzt ansonsten an die Familie von Richie. Jetzt müssen hier die Donations eingehen, aber auch an alle anderen. Ansonsten wird sein Sieg aberkannt. Ja, genau. Also jetzt muss hier, aber spätestens Richie hat es nochmal aufgefordert, hier die Donations müssen jetzt hier reinfliegen. Richie, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Genau. Und wenn es noch eine Neuauflage gibt, bist du direkt dabei. Wäre ich dabei. Bist du wieder dabei. Da freuen wir uns drauf. Jetzt erstmal verdienter Feierabend. Alles klar, vielen und Dank. Und noch eine Frage. Bist du auf TikTok unterwegs? Kam. Nee, kein TikTok. Kein TikTok. Okay. Ich bin Account mit Lea dann? Jein. Ja. Ein ganz klares Jein. Ich bin zwar noch jung, aber TikTok habe ich nicht. Noch nicht. Also. Kommt vielleicht noch. Wird hier auch geschrieben, noch nicht. Ja, was nicht ist, kann noch werden. So, jetzt piepst hier die Hebebühne wieder im Hintergrund. Der englische Bus ist bereit. Macht mich ein bisschen nervös auch. Macht den Richie ein bisschen nervös. Ich sehe noch mal ganz andere Bilder hier drauf. So, wird hier noch fleißig umgebaut. So, Richie, dann verdienter Feierabend. Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend noch. Okay, mach's gut, Richie. Ciao. Das ist ein richtiger Pro, hey. Ja, der Richie, ja ganz...